Jetzt, wo der Golf bei der AXA-Messung ist, kümmern wir uns mal ums Spenderfahrzeug, denn wir brauchten ja noch einen Golf. Sieht man das? Da. Den Haufen haben wir geschlachtet, um genug Ersatzteile für den jetzt grünen Golf zu haben. Und dadurch, dass der Wagen jetzt läuft und fährt, können wir den hier schlachten, die letzten Teile noch als Ersatz weglegen, falls irgendwann mal was ist. Und dann Hört geht der auf auch zu in Schrott. labern, schieben Sie endlich. Los, Denkst schieb! du? Na? Schiebst du? Mal, wie sieht das hier drin eigentlich aus? Auto machen. Let's go. Ja, weiß nicht, hab ich gemerkt. Guck mal, der Himmel hängt. Schön. Wollen wir Rückleuchten auch retten? Also Rückleuchten rausnehmen? Felgen auf jeden Fall, würde ich sagen, weglegen. Was machst du? Ja! Wir haben schon längst Feierabend. Der Chef macht die Sklaverei. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich habe hier hart alle gezwungen zum länger machen, damit das Auto fertig wird. Damit wir morgen früh ausliefern können. Hier wird nochmal der Rüssel reingehalten. Ah, ich finde das mal lustig. Klar, ich mag das, Unser Chef ist der mit der Kamera hier rumzulaufen. Nein, so, pass auf. Was machen wir jetzt Schönes noch? Wir sind Magst du doch mir durch mal den jetzt. Staubsauger anmachen? Ich mache dir auch den Staubsauger, natürlich. Ah, verdammt. So Leute, heute ist es soweit. Heute liefern wir unseren Golf aus, beziehungsweise Felix seinen Golf. Das Fahrschulprojekt hat endlich ein Ende. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen aufgeregt. Ich bin gespannt auf die Reaktion von Felix und ich glaube, er bringt noch ein paar Leute mit. Also, ob es den Fahrlehrern gefällt, werden wir gleich sehen. Ich trinke noch schnell einen Kaffee und dann soll es eigentlich auch schon losgehen. Also, bin gespannt. Jetzt? Du bist also aufgeregt? Aufs aufgeregt? Ich freue mich. Das ist schon ein paar Mal gesehen, so aufgeregt hätten wir jetzt mal. Nee, aber jetzt müssen wir, also eigentlich eher gleich zu fahren. Das ist ja das. Oh, der Schimmer, der gehört das jetzt gerade. Ich wollte es auch sagen. So, Jungs, habt ihr den anderen schon entsorgt? Wir brauchen noch ein paar Blechteile. Ja, der hat uns im Schrott, der Spenderfahrzeug. So, lass uns rausgehen. Ja. Ja, hier drin steht er. Marcel öffnet gleich das Tor. Und ihr sollt einfach mal schauen, ob euch dieses Fahrzeug gefällt oder auch nicht. Und wenn nicht, dann muss ich ihn trotzdem mitnehmen. Das wollte ich sagen. Bezahlt habe ich schon. Du siehst es, dann ist doch super. Oh. Papiere, alles liegen im Auto. Achsenmessung ist durchgeführt, fahren tut er. Kann ich uns die Wochenende ein, wenn ihr mit nach Hause müsst? Nö. Genau, du bist denn jetzt eigentlich immer fahren oder wie ist Nee, Janika hat erst mal morgen schon 14 mit drei Leuten Autobahnfahrt. Oha. Gleich hier. Nach Dortmund wollte ich JP mit Performance. Echt jetzt? Ja. Ach Quatsch. Wie geil. Genau, also. Das muss man sauber machen, wenn es warm ist. Ja. Ohne Klima alle. Ja, das stimmt. Verraten wir ihn mal vorher. Ich dachte, das ist bei JP ist cool. Ja, kommt so ein Auto, sieht auch genau, nicht und dann, also ich glaube, glaub, schon, glaub ich, ich glaub, Sonntag gehört der mir dann, aber da müssen wir mal gucken. Und wer darf heute? Heute hat er die Fahrstunde, um 10 Uhr habe ich erste Fahrstunde mit dem Auto. Mit dem? Ja. Ach, geil. Genau, also, dann mal gucken. So, Marcel grinst. Mach auf das Tor hier, ist kalt. Sag mal. Scheiße, hast du voll laufen? Boah, ist das geil. Ja, das war ja noch ein tolles Auto. Neues, altes, gut gebrauchtes. Boah, ich bin geehrt, wenn ich das nicht mehr Parken verboten. Morgen würde ich eigentlich fahren. Ja, das war echt. Ja, habt ihr schon eine Technikkasse für die Felgen, wenn ihr jetzt erstes zermackt? Ja, er hat nicht viel Assistenzsysteme, das ist Fahrrad wieder. Ja, aber das war jetzt ja genau die Idee, ne? Aber das ist genau das, was soll, ne? Ja. Kriegen wir bei einem Zeitungsartikel neben mir.
neben der Polizei jetzt hier die Oldschool-Fahrschule. Anton, hast du es falsch gemacht? Oh, jetzt werde ich gleich die Tatsachen angucken. Ja. 500 PS? Einstellbar. TÜV-Sachen, das ist alles eingetragen, ja. Ja, ja, also Sebastian ist ja begeistert von dem Auto, ja? Also der, ja. Hier ist mal, wenn ich dann... Was hapert jetzt noch? Soll ich jetzt mal zeigen? Ja, ja. Und dann haben wir hier das gute Oldschool-Mobil. Cool. Ja. Ich einmal... Ich wollte zur Seite drücken. Ja, gab's ja, also bei dem BF2 halt nicht. Okay. Ja. Manchmal stehen wir da auch mal blöd, weil manchen auch versuchen die Augen zu haben. So ist es nicht. Schön. Motor braucht ihr nicht machen. Ja, ja. Erst das Atom machen, Power auf. Ich wollte gerade sagen, erinnerst du dich noch an unser Gespräch, ja, wie der Motor aussah? Also wir haben den so gut es geht alles sauber gemacht. Der Motor war ja draußen. Ja. Wir haben ja alles nochmal zerlegt, alles nochmal überholt. Zündanlage etc., Zahnriemen, alles. Also so, was ihr hoffentlich ganz, ganz viele tolle Stunden mit den Fahrschülern haben könnt. Alleine. Oder alleine. Oh, wenn es doch so gut ist. Bisschen wäre es traurig, dass das Auto weg ist, oder? Ja, schon. Ja. Also jetzt im Nachhinein, wenn er wirklich fertig hier steht, ja, tatsächlich ein bisschen. Aber ich weiß ja, dass er jetzt quasi ein zweites neues Leben kriegt und deswegen freut mich das auch in der Art und Weise echt wirklich doch. Klar. Ja, der Riesenunterschied ist ja da. Ja. Allein die Karosserie, wenn ich über der Klebandell drin. Hast du noch gesagt, ach komm, das muss nicht so gut. Aber ja, am Ende ist doch schöner, glaube ich, wenn es zwar vielleicht einen Ticken länger gedauert hat als vorher ausgemacht, aber dafür ewig alles gut. Wir haben es irgendwie über Brücke bekommen. Also, ja. Na Gott sei Dank. Also sprich, wir haben das irgendwie neben die Autos gezockt, diesen großen, ne? Also das eigene, das wir hatten. Jetzt geht das gezockt. Vorbei. Voll getan, ne? Ja, selbstverständlich nicht. Aber ich habe ihn getan, tatsächlich. Mit guten 102 habe ich ihn. Einfach nur fürs Gewissen. Ihr könnt den ganzen Mal super fahren. Einfach fürs Gewissen, das wollte ich irgendwann machen. Ja, Warndreieck-Verbandskasten habe ich euch jetzt frisch reingepackt. Das ist ein Einset, eine Warnweste, ein Verbandskasten, ein Warndreieck. Wenn ihr, ich weiß ja nicht, wie die Regeln sind, weil ihr mit Menschen unterwegs seid, ob ihr vier haben müsst. Ja, ja, meine Mensch. Es geht Tür um zu. Ja, mit Menschen. Ja, mein Fahrer mit vier. Nee, ich weiß, ob es eine Sonderregelung gibt, keine Ahnung. Deswegen. Nimm mal morgen nochmal zwei rein, Bild. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir damit umfangen. Soll ich wieder alle funktionieren noch? Ausprobieren? Ja, haben wir schon mehrfach. Wir haben uns schon geärgert damit, ja. Sehr gut. Wenn ein Fahrlehrer neu kommt, dann steige ich immer auf den Fahrersitz ein und denke, ein Fahrlehrer muss von der Seite fahren. Ne? Also der Anton damals, Janika jetzt vor kurzem. Ja, dann werden wir heute Fahrschüler sein. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier von einmal in das Zielgebiet weg, wo einfach für die Stadt fahren. Wir müssen jetzt schnell los. Wir müssen jetzt noch bis 10 Uhr müssen wir jetzt noch durchheizen. Ja, denn? Viel Erfolg. Wie gesagt, ist jetzt euer. Papiere sind im Auto. Schlüssel steckt, Zündung läuft, Licht brennt. Wer hat hier foliert? Das waren Angie und ich. Das war nicht Michel. Also den Aufkleber haben wir gemacht. Den haben wir, der lag auf dem Dach. Der Wagen war die ganze Zeit angebockt und dann habe ich das zuletzt erst gesehen, dass er ja noch ein Aufkleber ist. Vorne ist jetzt auch unsere Werbung mit drauf. Ja. Ja. Und ansonsten habt ihr ja nicht viel, dass hier in der Fahrschule, das steht ja nicht so oft drauf, ne? Ist das die Absicht noch? Darum geht's. Also das wird doch, glaube ich, jeder hier in Rotenburg checken. Ne? In Rotenburg bestimmt. Genau. Ich wurde auch schon gegrüßt hier. Ich glaube von. Ich weiß gar nicht, ich will jetzt keine Werbung für andere machen, so ein weißes Fahrzeug, die haben letztes gegrüßt, als ich an der Kreuzung stand da hinten. Wir merken das mal. Wir haben alles schon. Ja, gewölbt und Kante gehört. Da hast du nochmal. Ja, deswegen nochmal. Bist du? Bis wir ihn jetzt erst abwürgen, komm. Ja. Wollen wir gerne nicht auf morgen den ganzen. Nee, wir fahren jetzt aber in den Betrieb. Wir halten alle, guck mal, wieder an. Hier ist noch ein Ersatzspiegel, der war in diesem Fahrschulset mit bei, der hält aber nicht. Also ich weiß nicht, ob du so einen Ersatzspiegel im Inneren. Du hast sowas. Ich fahre mal zuerst, aber wir tauschen ein paar Mal. Ist so ein Beifahrersitz? Ja. Jo. Antwort auf die Frage. Jetzt hin überhaupt. Ich will gleich noch einmal, habt ihr Bilder gemacht? Bilder nicht, weil wir haben den ja gestern erst spät abends wiederbekommen, ja, von der Vermessung. Gut. Und dementsprechend war dunkel. Also wir haben leider keine Bilder. Ja, dann fahren wir einmal Wendeplatte, machen wir noch ein paar Bilder. Ja. Noch ein paar Bilder, genau. Alles klar. Ja, viel Erfolg. Gut, alles klar. Wir hören, wir sehen zueinander, ne? Ja, lass ihn heile. Wie gesagt, perfektes Wetter für eine Übergabe. Ha ha ha!
So. Was machen wir als nächstes?